Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video mit dem expliziten Cast von Basisklasse zu Subklasse beschäftigt. Mit dem Ergebnis, dass wir das eigentlich nie einsetzen sollten, nur in Ausnahmefällen. Und wir schauen uns in diesem Video genauer an, was sind denn eigentlich sogenannte Klassenhierarchien. Und wir sehen ja hier schon, dass wir eine Basisklasse A haben und davon leiten zwei andere Klassen B und C ab. Und was ich jetzt machen möchte, ist, ich füge zu diesem Projekt, das wir hier haben, unser Hello World Projekt, immer noch vom Anfang, eben ein sogenanntes neues Klassendiagramm hinzu. Dafür gehe ich einfach hier im Kontextmenü auf Add on New Item und hier suche ich dann unter Visual C Sharp Items eben nach dem Begriff Class Diagram und man bekommt hier eben dann einen Eintrag und dieses Klassendiagramm erstelle ich mir jetzt. Und diese Klassendiagramme, die wir jetzt gerade hier erstellt haben, sind eben eine sogenannte Visualisierung unserer Klassen. Und was man eben hier auch sehen kann, wenn ich einfach diese Code-Datei hier rechts nehme und hier rüber ziehe, und dann hier mal diese Klasse Program entferne, dann sehen wir hier jetzt die Ableitungslinie dieser drei Klassen, die wir hier gesehen haben. A, B und C. Wir sehen eben, A ist eine Basisklasse für B und C. Und diese Pfeile, wenn wir einen Pfeil haben mit einem weißen Inneren, dann heißt das eben, dass diese Klassen voneinander ableiten. So. Und wir nehmen jetzt diese abstrakten Beispiele nochmal weg und schreiben eine Vielzahl an Klassen, bei denen wir aber jeweils die Implementierung weglassen. Also, wie zuvor habe ich eben genau dieses Schema, dass ich eine Klasse B habe, die von A ableitet, eine Klasse C, die von A ableitet, und ich erstelle jetzt noch einige Klassen mehr, und zwar die Klasse D leitet von B ab, die Klasse E leitet ebenfalls von B ab, die Klasse F leitet von C ab, die Klasse G leitet von C ab, Klasse H leitet von C ab. Dann braucht man noch ein paar. Klasse I leitet von F ab. Die Klasse J von F. Und die Klasse K wiederum von H. Was wir jetzt hier sehen, ist einfach ein Konglomerat an Klassen und diese stehen in einer gewissen Vererbungshierarchie. Und genau das meint man eben, wenn man eine Klassenhierarchie anspricht. Das heißt, wenn wir hier in unser Klassendiagramm zurückgehen und das einfach mal rausnehmen und stattdessen fügen wir hier alles nochmal ein und nehmen das hier weg und machen die Class Details etwas kleiner, dann sehen wir hier, dass wir jetzt eben eine wesentlich größere Klassenhierarchie haben als die drei Klassen, die wir zuvor hatten. Und letztendlich sieht man in diesen Klassenhierarchien, welche Klassen von welchen anderen ableiten. Man sieht hier eben, A ist die Basisklasse für alles, B leitet von A ab, C von A, E leitet wiederum von B ab, D von B und so weiter. Eben so, wie wir es im Code vorher definiert haben. Und es ist prinzipiell möglich, das zu machen. Und einige Frameworks setzen auch sehr stark auf Vererbung, um A, Erweiterbarkeit für den Nutzer zu schaffen und B, um ihre Klassen so zu schneiden, dass sie die entsprechende Funktionalität haben. Ich rate Ihnen jedoch gleich, bitte bauen Sie niemals solche große
Klassenhierarchien auf, wenn sie es nicht unbedingt müssen. Es gibt die Möglichkeit, dass man über Klassenhierarchien eben Erweiterbarkeit für den Nutzer unserer APIs schafft, aber Vererbung ist deutlich unflexibler als sogenannte Komposition. Das heißt, dass wir eben Kapselung einsetzen und andere Klassen innerhalb unserer eigenen Klasse referenzieren. Deswegen rate ich Ihnen als Grundsatz, halten Sie Klassenhierarchien so flach wie möglich. Das heißt, setzen Sie Vererbung wirklich nur im Maß ein. Wir schauen uns dann in späteren Videos auch Beispiele an, wenn wir dann zur Polymorphie kommen, wie kann man Vererbung einsetzen und sparsam einsetzen, um eben genau die Polymorphie, die man haben möchte, zu erreichen. Und das, was Sie hier sehen, ist nicht das Gelbe vom Ei. Wir schauen uns bei der Oberflächenprogrammierung die sogenannte Windows Presentation Foundation an. Und dieses Framework setzt eben sehr stark auf Vererbung und ist dadurch meines Erachtens auch relativ schwer erweiterbar. Also wenn man eigene Klassen mit in die Windows Presentation Foundation mit integrieren möchte, dann muss man eben, also der Ansatzpunkt wäre beispielsweise so, dass ich von dieser Klasse F ableiten möchte, weil diese Klasse mir bestimmte Funktionalität bereitstellt, die ich letztendlich durch meine eigene Klasse erweitern möchte, in einem Sinne, den es so halt im bestehenden Framework nicht gibt. Das heißt, ich muss mich mit dieser Klasse F beschäftigen, ich muss mich mit der Klasse C beschäftigen und ich muss mich mit der Klasse A beschäftigen. Und man hat eben als Tendenz, wenn man eine sehr große Klassenhierarchie aufbaut, eben, dass je weiter oben diese Basisklassen angesiedelt sind, desto größer werden sie, weil sie nämlich teilweise noch Aspekte der jeweiligen Unterklassen mit in sich tragen. Also es ist dann überhaupt kein Problem, dass diese Klassen hier allein vom Code her, ohne dass man die Kommentare mitzieht, 2000 bis 600 Zeilen haben. Und das ist eigentlich nicht das, was man als Programmierer erreichen möchte. Deswegen nochmal, halten Sie Hierarchien flach. Idealerweise müssen Sie Vererbung gar nicht einsetzen. Und auch das möchte ich Ihnen noch mit auf den Weg geben. Setzen Sie niemals Vererbung um des Vererbungswillen ein. Wenn Sie andere Quellen nutzen, um C-Sharp-Programmierung zu lernen, dann bekommen Sie irgendwann mal die Stelle vorgesetzt, wo eben Vererbung und Klassenhierarchien aufgezeigt werden, und dann wird häufig ein pseudo-reales Beispiel gewählt. Wie, ich habe hier einen Vogel. Ein Vogel ist ein Tier, das heißt, ich habe eine Basisklasse Tier und davon leitet Vogel ab. Ein Tier ist wiederum ein Lebewesen, das heißt, ich habe eine Basisklasse Lebewesen und davon leitet Tier ab. Ein Lebewesen ist aber auch irgendwie ein Organismus, und man bildet dann letztendlich relativ große Hierarchien, und meines Erachtens ist das für den Anfänger, der sich mit Vererbung beschäftigt, nicht förderlich. Deswegen mein Rat, setzen Sie Vererbung bis zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht ein, bevor wir uns nicht ausreichend mit den weiteren Features der Vererbung beschäftigt haben und welche Auswirkungen und Konsequenzen sie haben, vor allen Dingen auf die Polymorphie, weil letztendlich will man häufig durch Vererbung bloß Polymorphie erreichen. Und wenn Sie eine Klasse schreiben, dann denken Sie auch niemals dran, bitte, oh mein Gott, es könnte ja sein, dass jemand von mir ableitet. Muss ich meine Klasse jetzt ableitungssicher machen? Denken Sie niemals dran, das fördert Ihre Effizienz im Codeschreiben überhaupt nicht, und es ist auch im Normalfall überhaupt nicht notwendig, dass Sie das machen. Der letzte Grundsatz, der eigentlich hinter allen steckt, ist eben Favor Composition over Inheritance. Also man sollte die Komposition der Ableitung den Vorzug geben. Warum?
weil sie eben ein wesentlich flexibleres Modell bietet, um Klassen in ihrer Funktionalität zu erweitern. Und häufig sind das sogenannte Cross-Cutting Concerns. Dazu gehört beispielsweise Logging, Benutzerauthentifizierung und so weiter. Also eigentlich alles Sachen, die zur eigentlichen Funktionalität, zur Core-Funktionalität einer Klasse noch hinzukommen, aber letztendlich von der Bedingung, in der die Klasse eingesetzt wird, abhängig ist. Also wenn ich eine Website habe, kann es sein, dass der User sich einloggen muss, wohingegen das in manchen Client-Operationen nicht notwendig ist. Und genau so, mehrere Cross-Cutting-Concerns eben nebeneinander abzubilden, ist durch Vererbung deutlich schlechter möglich als durch Komposition. Was das genau heißt, schauen wir uns aber dann in einem späteren Video an, wenn wir uns über Design-Patterns unterhalten. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn Sie den Begriff Klassenhierarchie hören, dann denken Sie als erstes an solche Diagramme, die eben Ihnen zeigen, wie die Klassen zueinander in der Vererbungslinie stehen. Und ja, vielleicht auch nochmal kurz zum As-Operator. Also es ist nur möglich, bestimmte Objekte mit dem As-Operator versuchen zu casten. Genauso übrigens auch mit dem anderen Operator, mit dem Klammeroperator für explizite Casts, wenn diese eben in Vererbungslinie stehen. Das heißt, C kann ich versuchen zu G zu casten, aber nicht C zu D. Ja, weil ich dann einfach hier den Branch von dieser Baumstruktur, die wir ja erhalten, weil wir nur einfach Vererbung haben. Das heißt, wir können nur einen von einer anderen Klasse ableiten. Deswegen ist das unser einziger Parent. Wir können aber beliebig viele andere Superklassen von uns haben, die von uns ableiten. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und im nächsten Video beschäftigen wir uns mit dem Modifizierer Protected. Vielen Dank und bis bald.